So, heute auch wieder ein Ministertreffen in Brüssel. Diesmal sind es die Verteidigungsminister. Und in diesen Augenblicken ist Verteidigungsminister Pistorius in Brüssel eingetroffen. Hören wir rein, was er vor der Sitzung zu sagen hat, auch in Bezug auf natürlich den Krieg in der Ukraine. Schön, mal wieder in Brüssel zu sein. Wir werden heute in dem ersten Treffen nach unserer Einigung über Munitionsinitiative vor 2 Monaten wieder zusammenkommen. Und wir werden beraten, wie weit wir gekommen sind, wo wir stehen, was noch notwendig ist. Ich will an der Stelle aber gerne die Gelegenheit nutzen, nochmal darauf hinzuweisen, was Deutschland schon gerade leistet. Nicht zuletzt das jüngste verkündete 2,7 Milliarden Paket für Artillerie, Luftverteidigung, gepanzerte Gefechtsfahrzeuge und Pionierfähigkeiten. Bei der Ausbildung über die EU-Mission ist Deutschland unter den führenden Nationen. Wir werden bis zum Ende des Jahres allein in Deutschland 9.000 ukrainische Kräfte ausgebildet haben, bis zur Brigadestabsausbildung. Wir sind bei der Friedensfazilität der Auffassung, dass es das Schlüsselinstrument schlechthin ist. Bei der Frage der Finanzierung, der Unterstützung der Ukraine ist ein hochwirksamer Mechanismus und setzt zentrale Anreize. Etwa jeder 4. Euro aus diesem IPF kommt aus Deutschland. Ich bin allerdings einigermaßen enttäuscht oder irritiert über das Verhalten der ungarischen Freunde gestern im Außenministertreffen, nämlich die Aufstockung hier zu blockieren aus Gründen, die ich nicht teile, die ich nicht teilen muss. Das behindert aber die Rückerstattung dessen, was andere Länder finanziert haben in der Unterstützung für die Ukraine, dass diese Länder das Geld zurückbekommen. Das ist kein feiner Zug. Wir blicken heute außerdem nach Afrika. Nachdem EUTM in Mali quasi aufgrund der Entwicklung in Burkina Faso und in Mali zum Stillstand gekommen ist, wir werden unsere Beteiligung an MINUSMA im nächsten Jahr beenden. Eine letztmalige Mandatsverlängerung erfolgt diese Woche im Bundestag. Wir waren gleichzeitig aber im Sudan gemeinsam sehr erfolgreich bei der Evakuierung. Und gleichzeitig muss unser Blick weiter auf die Sahelzone gehen, bis hin zum Golf von Guinea. Auch hier sind europäische Initiativen und Unterstützung gefordert. Gerade was Terrorismusbekämpfung, Konfliktprävention, Sicherheit und Verteidigung angeht. Wir haben vergangene Woche im Bundestag unsere Sahelstrategie vorgelegt. Wir müssen hier mehr machen. Die Destabilisierung schreitet voran und wir haben eine Pflicht, hier uns zu engagieren. Das ist meine feste Überzeugung. Wir werden schließlich sprechen mit Jens Stoltenberg über das Thema Sicherheit, Weltraum und Cyber. Also maritime Sicherheit, Weltraum und Cyber. Die Bedeutung nimmt weiter zu. Deutschland leistet hier mit PESCO einen wesentlichen Beitrag für die Durchführung von entsprechenden Operationen. Und wir sprechen, um nochmal darauf zurückzukommen, wie gesagt, über die Munitionsfrage. Beim Track 2, da liegt der Schwerpunkt, geht es um die gemeinsame Beschaffung und zwar auf schnelle Art und Weise durch Rahmenverträge, die vorhanden sind oder die zusätzlich geschlossen werden können, um schnell ins Liefern zu kommen. Und beim Track 3 geht es dann eben natürlich so schnell wie möglich zu liefern und so viel wie möglich. Aber es muss um pragmatische Lösungen gehen und nicht um den Versuch, durch Dirigismus Einfluss zu nehmen auf das, was Rüstungskonzerne leisten können und sollten. Pragmatische Lösungen, Kooperations- und zielorientierte Lösungen sind hier der Schlüssel. Dafür werden wir uns weiter einsetzen. Vielen Dank soweit. Herr Minister, die F-16-Koalition. Deutschland hat keine F-16, aber wie könnte sich Deutschland trotz allem beteiligen? Die Möglichkeiten wären dafür außerordentlich beschränkt und werden gerade geprüft. Was wäre das zum Beispiel? Darüber würde ich jetzt ungern spekulieren. Die ein paar Möglichkeiten, die es theoretisch geben könnte, die prüfen wir gerade und dann werden wir sagen, ob wir diesen Beitrag leisten können und wollen. Aber er ist nicht maßgeblich, weil wir einfach keine F-16-Flugzeuge haben und auch bei der Pilotenausbildung mutmaßlich nicht besonders viel helfen könnten. Wann wird die EU eigentlich endlich gemeinsam Munition einkaufen? Sie ist ja dabei. Die Europäische Union ist ja dabei. Aber einkaufen können sie nur das, was auch hergestellt werden kann. Und die Rüstungsindustrie baut die Kapazitäten auf, hat damit begonnen. Und trotzdem brauchen sie Zeit, bis Munition fertiggestellt ist. Wir alle mussten lernen, bis vor einem halben Jahr, das glaube ich noch niemand gewusst oder kaum jemand, der nicht Experte war. Wenn Sie Pulver, Explosionsstoff für Munition, gerade für die große Munition herstellen, diese ein halbes Jahr lagern, bevor sie verwendet, weiterverarbeitet werden kann, diese Zeiträume können Sie nicht überbrücken, Sie können sie nicht beschleunigen. Das heißt, Produktion braucht ihre Zeit. Wichtig ist, dass wir gemeinsam bestellen. Das tut die Europäische Union über ihre Instrumente.
Wir tun das als Deutschland über unsere Rahmenverträge, zu denen wir andere Partner einladen. Und insgesamt wird dadurch das Bestellaufkommen für die Industrie erhöht und damit die Planungssicherheit gleichermaßen erhöht. Und damit kann die Produktion hochgefahren werden. Aber es braucht seine Zeit. Aber ist das Ziel von 1 Million Munition eigentlich realistisch noch? Das wird sich zeigen. Das müssen am Ende die Hersteller beantworten. Das hängt nicht an der Frage, ob wir es bestellen wollen und bezahlen wollen, sondern das hängt nur an der Frage, ob es und wenn es, hängt nur davon ab, ob und in welchen Zeiträumen es hergestellt werden kann. Nochmal eine Nachfrage zu den F-16. Begrüßen Sie das grundsätzlich oder sehen Sie auch ein bisschen das kritisch im Hinblick auf eine russische Reaktion, aber es ist auch nicht meine Rolle, diejenigen zu kommentieren, die sich entscheiden, so etwas zu machen. Ich sehe kein Eskalationsrisiko an der Stelle. Minister, you can always say that what you are giving is more less and more late. What do you think? Do you think that it's going to be enough, whatever you do in this long-term war? Well, I never heard that before, at least not during the last month, that we do too less and too late. Especially Germany is really much in front. When Zelensky was in Germany last week, he confirmed that very, very clearly. He said Germany is the most important supporter of Ukraine after US, after the US. So this is my answer to your question. Warum? Also ich bin der Auffassung, dass wir die Ukraine mit allen völkerrechtlich zulässigen Systemen unterstützen sollten, die es braucht, um diesen Krieg zu gewinnen und die wir imstande sind zu geben im Rahmen des Völkerrechts und der UN-Konvention. Deswegen wird es keine Splitter und keine Brandbomben geben zum Beispiel. Aber alles, was hilft und was wir leisten können und was abgestimmt zwischen den Unterstützern passiert, finde ich, sollte passieren. You mentioned there are some terrorist groups in Africa, but also in Iraq, there are some activity Daesh still. Are you going to do something? Well, this is not an topic, not the topic on the agenda of this day, but of course we are talking about that frequently and regularly, and it is necessary to be aware what's going on there and to stick close together to fight against that, of course. Ich habe meine Botschaft eben gesagt. Ich bin darüber wirklich enttäuscht. Das ist nicht das Prinzip europäischer Solidarität, das ich für das Richtige halte. Aber das muss am Ende jeder mit sich selber ausmachen. Pardon? There is a shortage on nitrocellulose, which is like the basic component for ammunition production. And Germany is one of the producers. Are you talking about the shortage? Do you have any solutions? Of course. We have been talking about that issue and the solutions we might find for it, at least for several weeks, I think. And we are talking with the international enterprises, with the international alliances we can build for producing more of that. Seien Sie mir bitte nicht böse, dass ich jetzt nicht auf jedes Waffensystem und eine hypothetische Frage in dem Zusammenhang eine hypothetische Antwort gebe. Ich glaube, es hat sich bewährt, dass wir nicht permanent so vorgehen oder rote oder weiße Linien ziehen. Wir sollten uns so verhalten in dieser Auseinandersetzung, an der wir diejenigen sind, die die Ukraine maßgeblich unterstützen, dass wir verantwortlich damit umgehen. Herr Minister, für Sudan, what is your lesson learned of the evacuation of Sudan? Is the Europe need more assets or more organization to have that, or the organization that you have with the French, with UK? I think there was a very, very good cooperation between especially Germany, France, Great Britain and the United States and some others. And it really worked very, very, very well. We didn't have any serious problems. We had all assets we needed. We had supports in Jordan and other places. That we had everything we needed, and we succeeded in evacuating our people in a very, very short time. It is necessary to have a new basis in Djibouti, because I know that... Well, France has a lot of buddies in Djibouti and the U.S., as far as I'm informed, too. I think we need allies and friends all over the world, but we can't
We can't just build them. We have to find them. We have to build trust. And I think it worked in Sudan and in the neighborhood of Sudan. Otherwise, we wouldn't have been so successful. Okay, thank you very much. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.